Meine Damen und Herren, aus der Rubrik Norddeutsche Menschen mit fantastischen Ideen möchten wir Ihnen zwei Frauen vorstellen, die wirklich es wert sind, vorgestellt zu werden. Sie haben vor wenigen Jahren einen mühsam studierten Beruf einfach nicht für ein Linsengericht weggeworfen, sondern im Grunde für ein gemischtes Eis. Sie waren beide Architektinnen und haben sich dort auf der Universität, wenn ich die richtige informiert, kennengelernt. Und wenn ich falsch informiert bin, macht das auch nichts. Und heute haben sie eine Eisdiele gegründet. Und heute ist diese Eisdiele eine Pilgerstätte für Eismaniacs. Die Schlangen sind kilometerweit. Und sie wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Es sind Katrin Kerkhoff und Lara Priebe. So. Bravo. Hi. Also, ich habe schon in dieser sehr filigranen Moderation deutlich gemacht, lohnt es sich, dass man das Leben einfach mal dass man einen Bruch dem Leben gibt, dass man sagt, wir studieren das nicht weiter, auch wenn wir eine berühmte Architektin werden könnten, und fangt was Neues an. Wie kam dieser Wunsch zustande? Wir gehen ins Eisgeschäft. Wir haben ja tatsächlich sogar zu Ende studiert. Wir haben ja auch als Architektin gearbeitet, 4 Jahre oder beziehungsweise 5 Jahre. Und der Job des Architekten war halt einfach nicht so, wie man sich das vorher mal vorgestellt hat. Und dann fängt man mal an, mit so einer klassischen Schnapsidee rumzuspinnen bei 1, 2, 3 Flaschen Rotwein, was man nicht noch so machen könnte und was einem eigentlich noch viel mehr Freude macht und wo man noch so Leidenschaft für empfindet. Ja, und da lag die Gastronomie auch gar nicht so fern. Also wir haben viel schon neben der Schule und neben dem Studium in der Gastronomie gearbeitet. Und eigentlich wollte ich auch schon mit irgendwie, weiß ich nicht, ich habe als Kind schon immer gebacken und so. Ne? Und verstehe. Wollte auch früher schon immer Konditorin werden. Und dann Barbara und ich verspüren auch die gewisse Lust über einen Neuanfang in der Süßwarenbranche. Was können wir... Sagen wir mal so, es bleibt uns demnächst nichts anderes übrig. Was können wir lernen? Was ist euer Betriebsgeheimnis? Was macht euer Eis besser als das der Konkurrenz? Frage. Zum einen die Rohstoffe, würde ich sagen, weil es gibt, glaube ich, tatsächlich kaum Eisdielen, die wirklich hundertprozentig auf künstliche Zusatzstoffe, auf Aromen, auf Farbstoffe, auf irgendwas, was da nicht reingehört, verzichten. Das machen wir halt 100% durchgehend. Das zum einen, dann lieben wir einfach Lebensmittel. Klingt wie so eine Werbung. Man muss es ja auch lieben, sonst macht es ja keinen Spaß. Genau. Ne? Ja, man muss selber die Leidenschaft am Produkt auch haben. Und wir essen das ja selber gerne. Ist, glaube ich, auch der Trend, dass die Leute eben auch das gerne hören. Die wollen jetzt auch gerne wissen, was da drin ist. Und dass da eben auch jemand ist, der sich Mühe gibt dabei, was er macht. Und dass da nicht irgendwo ein amerikanisches Süßungs- oder wie auch immer Konservierungsmittel reingeworfen wird. Barbara, wo einem die Werbung sagt, es schmeckt gut. Barbara, du ahnst gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass du diesen nicht geplanten Zwischenruf gemacht hast. Weil als du heute Morgen denn noch die Fußnägel lackiert hast, habe ich schon hart mich vorbereitet auf diese Sendung. Ich bin nämlich seit 6 Uhr auf und habe nämlich heute Morgen die beiden besucht. Und die Kamera, ich habe mich auch erschrocken, die Kamera des NDR war dabei. Wir haben nämlich genau genommen habe es ich gemacht und die beiden sind mir etwas zur Hand gegangen. Ich habe nämlich ein Eis Barbara entwickelt. Nein, das weiß ich ja nicht. Ja, doch. Und das, mit Rosmarin. Wir brauchen 20 Gramm. 30. Ich bin genau bei 180. Ja, das mache ich doch nicht. Schwirr. Das ist was ganz Neues. Ja, wow. Ich bin hat sich der Künstler dabei gedacht? Ich bin ein Mann, der aus einer Stadt stammt, wo die Documenta, die zeitgenössische Kunst, eine Heimat gefunden hat. Wunderschön. Ra. Wunderschön. Ausrufezeichen. So, wollen wir jetzt mal gucken, wie diese Eiskreation, von der noch Generationen sprechen werden, oben dem Kunden schmeckt. Gut. Auch gut. Schlecht. Das ist ein bisschen auch scharf. Scharf? So. Ja. Also. Danke sehr. Erstmal für die Barbara. Pass auf.
Jetzt sag erst mal, was habt ihr hier mitgebracht für Sorten? Weil Barbara, diese Sorten sind gewaltig. Ja, wir haben hier natürlich das Barbara-Spezial mitgebracht, das Ziegenmilch-Rosmarin-Honig. Ja. Heißt, was Roberto heute Morgen gemacht hat. Ziege? Ziegenmilch? Nein. Du denkst an Ziegenmilch? Ziege und nein, ich denke nicht an Ziege. Ich esse gerne Ziegen-Rohmilchkäse und da dachte ich an dich. Oh, Ziegen, das ist ein, pass auf, ich werde das dir schon mal, der Rest, mach mal einfach weiter. Das ist, Barbara, wenn du der Flavor, kriegen alle erstmal ein bisschen du wirst Ziegen. Sofort alle erotischen Erlebnisse, die du je in deinem Leben gehabt hast. Also was für den Herrn Timmerberg der Rum ist für mich genau. Ziegenkäse. Aber, erzähl mal, welche Sorten gibt es noch? Es gibt noch Pistazieneis. Pistazieneis. Was auch, wenn es dann mal richtig hergestellt ist, ein richtiges Erlebnis ist. Ja. Dann haben mach wir weiter. Himbeersorbet. Ja, ja. Ja. Und da werden jetzt einige erstmal die Gesichter verziehen. Apfelsellerie-Sorbet. Apfelsellerie. Gibt das, verleiht das dem Mann Kraft im Lieb? Also aber, ist das was für Timmerberg? Das schmeckt phänomenal. Liebling, ich habe ein Sellerie-Eis gegessen. Phänomenal. Das ist ja wirklich die Neuerfindung von Speiseeis. Ich bin heute Morgen seit 6 Uhr auf den Beinen. Mango und Erdbeer. So. Sowas von 80er. So haben wir es alles. Hier, seid ihr durch? Ihr müsst jetzt also. Ihr kriegt natürlich noch ein bisschen anderes. Zum Prinz, was, Herr von Anhalt, Sie sind bürgerlich hier heute. Was ist der Lieblingseis von Jar Jar Gabor? Egal was, geben Sie also. Was sagt? Ein bisschen was anderes. Was sagt er? Wir sind ja alle auf einer Diät. Lass es kommen. Die armen Menschen. Oder? Lass es kommen. Doch, wir haben es jetzt alle. Ihr seid alle. Ihr seid alle. Bringt noch ein paar mit. Ihr seid alle so auf Low Fiber los. Ihr seid alle auf Diät. Ich nicht. Nee, auch nicht. Ja. Herr von Anhalt. Komm hier. Judith, gib's mal einfach weiter. Gib's mal weiter. So, ihr könnt, wenn ihr schon so mittelfristig wieder zurückkommt. Ja, wir kommen gleich wieder. Gibt es eigentlich auch Eisarten, an denen ihr scheitert? Also gibt es einen Flavor, wo ihr sagt, das hatten wir uns so schön vorgestellt. Geht vorbei, ich gehe auch. Sellerie-Apfel. Und es klappt aber nicht. Ich hab hallo. Also klappt nicht, kann man nicht sagen, was wir mal gemacht haben, war rote Beete. Das geht auch, das schmeckt auch gut, das schmeckt wie rote Beete, dadurch auch sehr erdig. Das hat sich auch gut verkauft, das würden wir jetzt aber, wenn wir es nochmal machen, irgendwie mit Himbeer kombinieren oder so. Mhm. Ihr hattet heute Morgen, als ich war, Gurkeneis. Schon alle versorgt? Das ist noch ein bisschen mehr als Gurkeneis. Ich stelle euch noch aber ganz ihr hattet heute Gurkeneis. Ja, es ist also sozusagen nichts hallo. Ist unmöglich. Ja. Mehrere Fragen nee, treffen sich im nicht. Raum. Eis, ja? Nichts ist unmöglich. Aber also, es war heute mal ein Gurkeneis. Nichts ist unmöglich. Es ist nichts unmöglich. Nein. Wollen wir mal ein bisschen der ist eigentlich das gut für die Stimme, Frau Kerns? Nee. Wieso nee? Wegen der Milch? Vor dem Singen, nicht wegen Milch. Ja. Aber es sind ja auch Fruchtsorbets dabei. Apfelsellerie zum Beispiel ist ein Sorbet. Himbeere und Schokolade sogar auch. Ja. Das ist Himbeere? Ja. Das ist ein Sorbet? Ja, das ist ein Sorbet. Fantastisch. Ist es eigentlich, vegan. Ist es eigentlich vegan. Jetzt möglich? Genau. Ich esse wahnsinnig gern Pistazieneis. Die Pistazie an sich ist ja teuer. Ja. Kann man Pistazieneis denn ohne künstliche Aromastoffe herstellen? Ja, das machen alles wir ohne künstliche das war eine Frage. Auch Pistazien. Okay. Ist das gute alte Spaghetti-Eis noch irgendwo? Das ist sowas von im Wiederkommen. Ja, ja. Wir haben ja nicht die klassischen Eisbecher wie so ein Tutti Frutti oder Pinocchio-Becher. Aber das gute alte Spaghetti-Eis, das ist tatsächlich sehr beliebt und schwer im Kopf. Aber wie sieht denn das Spaghetti-Eis bei euch aus? Also ist das auch einfach Vanille-Eis? Das ist Sahne, Vanille-Eis und auch hausgemachte Erdbeersoße aber und weiße Schokolade. Aber die Frage bei Spaghetti-Eis ist ja immer, was kommt oben an Krümeln obendrauf? Weil ich habe erfahren, das meiste ist eben nicht weiße Schokolade, wie wir es hoffen, sondern es ist einfach geschreddertes Fett in den meisten Eisdielen. Naja, weiße Schokolade ist ja in erster Linie Fett. Ja, nee, wirklich, so ist das. Also, ihr habt da richtige weiße Schokolade. Weiße Schokolade. Ich meine, dass viel Fett drin ist, ist klar. Ja, aber das Stöckel gibt ja später kleine Warenkunde. Wo kommt das Eis historisch her? Man glaubt ja aus Italien, stimmt aber nicht. Ne? Nee, das stimmt tatsächlich nicht. Es gibt da ja so viele Theorien, aber tatsächlich sind die Ursprünge, wie bei so vielen Dingen in China, sagt man. Hm. Also da hat man zumindest vor 3000 Jahren schon Eis gemacht. Also wahrscheinlich war es dann eher eiskalte Früchte mit Schnee, also mit Eis dann vermischt, also schon Sorbet dann. Genau. Warum wird heute weitgehend auf Eier im Eis verzichtet? Zum einen aus bakteriellen Gründen, also die Salmonellengefahr. Es ist ja eine kalte Herstellung in erster Linie. Ja. Die ist natürlich durch Salmonellen ist die Gefahr natürlich größer, wenn man Eier verwendet. Zum anderen braucht man sie auch nicht als Bindemittel oder so, wenn man weiß, wie es sonst geht.
Und es ist halt auch schön, dass man dann Sorten automatisch hat, die dann auch vegan sind. Ja, vegan. Also bei den Sorbets. Ne, aber ich meine, wir haben ja jahrelang Eis mit Ei gegessen und das ist eigentlich auch nichts passiert, oder? Nee, das ist auch. Aber wenn man es ja nicht braucht, warum also ich mache zu Hause das auch noch mit Ei. Kann man ja kann auch, man ja. Ne, aber da die Nachfrage nach veganem Eis auch sehr hoch ist. Halt mit Eiweiß dann. Mhm. Ja. Was kostet denn so eine Kugel? 1,20. Das ist sehr günstig. Das lohnt sich aber. Veganes Eis aus Berlin zum Beispiel. Ohne Berlin. Das ist sehr teuer. Ja, sehr teuer. Man muss länger singen dann. Bei mir gleich unten gibt es vegan nicht Eis. Aber Eis selber. Wie ist eure, was ist eure Empfehlung für solche Menschen, die Eis selber machen wollen? Was heißt hier solche Menschen? Nein, für Gourmets, für Gourmets. Wie ich vorhin schon gehört habe, ist der Ingo ja da schon sehr anders unterwegs. Also er hat schon eine sehr relativ hoch-PS-starke Eismaschine zu Hause, natürlich nicht so was, was wir jetzt im Eislabor haben. Genau, mit eigenem Kühlgenerator. Aber daran scheidet es halt oft. Ne? Man kann die gleichen Rohstoffe verwenden. Wenn die Maschine nicht diese Leistung hat, die kriegt man halt nie so eine Cremigkeit hin. Also, trotzdem würde man zu Hause empfehlen, immer total gefällt, ist, das ist nicht so süß. Also deswegen habe ich mir halt eine Eismaschine gekauft. Ich koche ja eh gern, aber ich mache halt auch die Hälfte nur an Zucker dran und es reicht völlig aus. Gerade bei Sorbet, Früchte sind süß genug und das gefällt mir sehr gut. Also ich finde es grandios. Kann man nicht einfach, also ich muss ja sagen, ich bin ganz großer Eismacher. Indem man einfach alles, was man hat sozusagen, also man kann ja auch einfach diesen ganzen Joghurt mit irgendwas mischen und das dann auch einfach einfrieren. Das geht ja auch, oder? Ja, das kann man machen und dann kann man das aber auch direkt dann essen, aber man kann es dann eigentlich nicht mehr ins Tiefkühlfach packen. Nee, weil und es hat auch nicht die Konsistenz. Ja, genau. Es wird hart. Das ist für so ein Alain-Minute-Eis für zu Hause immer eine schöne Sache. Wenn die Kamera jetzt doch Judith Rakers einfallen könnte, weil wenn ein Mensch Eis isst, auch eine schöne Frau, die knapp über 20 ist, komischerweise sieht jeder sofort aus wie 12, wenn er Eis isst. Es ist so ein völlig in sich ruhendes, zufriedenes, so ist es. Wenn Eis einmal aufgetaut ist und man holt es raus und stellt es dann wieder zurück ins Gefrierfach, ist das irgendwie... Da wird steinhart. Ist das empfehlenswert oder jetzt, nicht? Also mal abgesehen davon, es sind keine Eier drin, es ist auch kein Geschmackserlebnis. Also die Konsistenz verändert sich halt und die kriegt man auch nicht wieder hin. Es ist ja quasi einmal zusammengesackt und dann ist es sehr hart, genau. Das heißt, ich habe eine Erkenntnisfrage. Ihr habt gesagt, dass das Eis von den Chinesen kommt. Wie haben die denn die Kälte erzeugt? Schnee. Also Schnee. Auch da gibt es ja diverse Breitengraden. Das geht also, wenn dann nur im Winter. Und ich meine, da müssen wir heute dem Linde, Karl Linde, müssen wir ein großes Lob machen. Denn vorher gab es überhaupt keine Möglichkeit. Und ich habe ja in der Hobbythek das auch gemacht. Und da sind wir aus den Höhen der Apennin, haben wir dann Läufer gehabt, die das Eis runtergetragen haben nach Rom. Nee. Und die Römer hatten nämlich auch schon Eis. Mhm. Aber so ist das. Und deswegen, also... Ich danke dem Karl Linde, der nämlich die Eismaschine erfunden hat. Das war nämlich gar nicht einfach. Und wenn ich eins sagen darf, ich finde die Barbara-Sorte schmeckt am besten. Die würde ich gerne mal kosten. Ich darf dir auch sagen, Barbara, ich habe heute Morgen einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Ich habe jetzt ein halbes Jahr Probezeit und werde in Spitzenzeiten dort helfen als personelle Verstärkung. Du wolltest doch immer noch ein zweites Standbein. Ich habe jetzt das vierte Standbein mittlerweile. Eine kurze Schlussfrage, die noch für mich als Warenkundler interessant ist. Es bilden sich doch manchmal so Eiskristalle auf dem Eis, die so ein bisschen nicht so schön aussehen. Ist das Zeichen ein Anlass zur Sorge oder? Anlass zur Sorge, es schmeckt halt nicht, ne? Also es ist... Also was ihr eigentlich ratet, wenn man eine Familienpackung kauft, im Interesse der Gesundheit, sie einmal aufessen in einem Schlag. Im besten Fall und nicht, das ist eine echte Aufforderung, die macht mir Spaß. Meine Damen und Herren, es gibt diesen wunderbaren Satz, irgendwie, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum, das habt ihr gemacht. Also, und ihr habt, das muss ich auch nochmal sagen, ihr seid zu einer Bank gegangen und die hat euch einen Kredit gegeben und ihr seid in den Mut gegangen und habt den Mut bewiesen und seid Unternehmerinnen. Und da habe ich sehr großen Respekt. Also die Eisprinzessinnen sind da. Katrin Kerkhoff von Lara Friede.